Unter unserem letzten Video hatten wir euch gefragt, was wir noch alles mit unserem Propeller anstellen können. Und da hattet ihr die super Idee, dass wir daraus ein Hovercraft bauen sollen. Genau, und zwar wollen wir das natürlich wieder aus ganz normalen Materialien machen. Und ihr hattet uns geschrieben, dass wir dazu ein Schlauchboot nehmen sollen. Ich glaube, sowas gibt es bisher noch nicht, aber wir probieren es jetzt einfach mal, das zu bauen. Die Schürze wollen wir hier aus diesem Schlauchboot bauen. Dafür entfernen wir jetzt erstmal den ganzen Boden. Für den Antrieb nehmen wir jetzt den Motor vom Fahrrad. Für den unteren Motor nehmen wir jetzt nochmal hier so ein. Das ist jetzt nochmal ein A150C mit 12 PS. Für die Brushless-Motoren brauchen wir natürlich Regler. Dafür hat uns jetzt Konrad diese hier zur Verfügung gestellt. Die sind für etwa 200 Ampere ausgelegt. Unser Hovercraft ist natürlich noch nicht fertig. Wir machen jetzt mal einen ganz provisorischen Test, wie viel Kraft der Rotor hat. Jetzt so. Das hätte jetzt schon mal gar nicht so schlecht funktioniert. Das Problem ist, dass durch dieses Loch hier oben noch ziemlich viel Luft entweicht. Bei normalen Hovercrafts ist da ein ganz anderer Propeller, der ist viel breiter und hat auch viel mehr Flügelblätter. Wir versuchen es jetzt mal etwas besser zu machen, indem wir jetzt noch einen Propeller hier so draufsetzen. Dann ist das Loch etwas besser geschlossen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Antrieb, deswegen kommt jetzt hinten der Rotor von unserem Fahrrad drauf. Der Motor ist natürlich eigentlich nicht dafür gemacht, dass man da zwei Propeller drauf macht. Deswegen haben wir jetzt hier ein Messgerät angeschlossen, um zu kontrollieren, dass der Motor nicht zu heiß wird. Und das Ganze verbraucht natürlich auch echt viel Strom. Um jetzt einmal zu fahren, braucht man 6 von diesen 5000 mAh 6S Akkus. Steuern kann ich das Ganze jetzt mit den Gasplättchen hier. Der hier ist für den unteren Motor und mit dem hier kann ich Gas nach vorne geben. Und lenken kann ich das Ganze hier mit dem Leitwerk hin. Also wir brauchen auf jeden Fall eine größere Teststrecke, wir wollen es dann ja auch über Wasser testen. Das seht ihr dann nächsten Montag im neuen Video. Wie bei unseren letzten Projekten auch, könnt ihr natürlich entscheiden, welchen Namen wir unserem Hovercraft jetzt geben. Schreibt einfach eure Namensvorschläge jetzt in die Kommentare und in 2 Tagen könnt ihr dann aus euren besten Namensvorschlägen auswählen. Unser Drohnenprojekt haben wir auch nicht vergessen, da warten wir jetzt immer noch auf die Rotoren aus China, die mussten wir extra anfertigen lassen. Es dauert jetzt wahrscheinlich noch 1 oder 2 Wochen und dann geht es da auch endlich weiter. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche.